Willkommen bei dieser Sendung. Und ich sage dir eins, es ist die komplizierteste Anmoderation, die ich in meinem Leben hatte. Es ist auch eine unfassbar komplizierte Sendung, weil mich begleitet Sasch Wegmüller. Er ist Leiter der Ceriba, das ist eine Hilfsorganisation auf Lesbos. Lesbos ist dort, wo die Boote ankommen, aus der Türkei mit den Flüchtlingen, die dort Leib und Leben riskieren. Die Sendung ist ein Zweiteiler. Im ersten Teil konnte ich bereits mit einem Flüchtling schwätzen, der auf so einem Boot war, nicht gewusst hat, ob er überlebt und was passiert. Er hat überlebt, darum konnte ich auch mit ihm schwätzen. Für mich ist der krasseste Teil der ersten Sendung, als wir auf dem Friedhof waren. Und all diese Schwimmwesten. Jede Schwimmweste für sich ist eigentlich ein Symbol für eine von diesen Flüchtlingsgeschichten, die jetzt auch noch weitergeht, die jetzt irgendwo in Europa ist. Und ja. Ich musste aber irgendwann weg, ich musste zurück auf Zürich. Der Lüschi konnte bleiben, hatte die Möglichkeit, um noch länger auf Lesbos zu bleiben und mit dem Sascha unterwegs zu sein. Kaum bin ich in dem Flugzeug gesessen, hat der Lüschi das erlebt, was wir jeden Tag eigentlich in den Nachrichten sind. Und zwar die Boote, die dort ankommen, mit den Flüchtlingen, mit den Kindern, die schreien, mit den kleinen Buben, die keine Schuhe mehr haben. Aber ganz kurz noch vorher haben wir noch etwas anderes gemacht. Okay. Sascha und ich haben es uns gut gegeben. Wir haben heute sehr schönes Wetter und wir sind eingeladen worden vor Wäscherei neben unserem Lager für ein kleines Barbecue. Und es soll ja auch mal so sein, dass wir auch mal da etwas Feines essen und ein Bier zusammen trinken. Ja, unbedingt. Und jetzt da nicht so viel los ist heute und so super schönes Wetter, machen wir das jetzt so gerade. Freue ich mich. Und ist mein erstes Barbecue dieses Jahr. Da hat das Gülsch auch nicht dabei. Ja, Henne. Ja, habe ich auch gedacht. Hat es für uns mehr. So tanzt mein Vater auch immer, wenn es Party ist. Ich glaube, das ist so ein aber das ist das Östler-Ding. Weißt du, das Beste ist, das ist leider nicht auf dem Bild, aber er ist dann noch eine Viertelstunde später ist er noch ins Auto eingestiegen und plötzlich hörst du einfach so da vorne, BUM! Das ist er in die Pfosten vom Garagedach. Also ist er betrunken gewesen? Nein. Okay, ja. Nein, ja. Gut, aber das sind einfach andere Länder und andere Mentalitäten und andere Seiten. Das ist herrlich. Ich glaube, es geht ihm wieder gut. Er hat gut, tief und gesund geschlafen. Wir haben überhaupt nicht geschlafen nachher. Es ist ziemlich schnell dunkel geworden. Und wir sind recht überrascht, als wir auf dem Weg waren. An die Küste runter. Anschauen. Ja, jetzt ist gerade das Boot angekommen. Den Leuten geht es eigentlich einigermaßen gut. Ja. Du siehst dann schon, sie werden. Ah ja, sehen Sie. Sie werden betreut. Ja. Und wir machen jetzt da eigentlich nicht viel, da wir mit unserem Team nicht da sind, weil wir gerade daher gefahren sind. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das Swiss Cross den Tee da hat. Die haben meistens auch warmen Tee dabei. Alright, gehen wir gucken. Okay. Gut. Hallo. Das ist mein Freund. Ja, ich weiß. Sie hat gesagt. Essen hat er da irgendetwas. Schau mal, was. Ja, darum ist es noch im Wagen. Ja, es ist noch. Haben wir noch mehr Socken? Hallo. Hallo. Hallo.
Kinderhose. Kinderhose bitte. Die Schwimmwesten sind jetzt relativ gut. Wie man hier sieht, das sind eigentlich Schwimmwesten, die du auf dem Schiff findest. Sehen relativ gut aus. Wie viele Leute sind jetzt hier gekommen? Wie? Wie viele Leute sind jetzt auf dem Schiff? Also es passt etwa so, wie die Information war. Etwa 35, 40 Leute. Ja. Und niemand hat es erwartet. Also es hat niemand gewusst. Was passiert mit dem Schiff? Und auch dem Material? Das Holz nehmen die Herren hier mit. Ja. Das wird wahrscheinlich wieder verwertet. Und das Boot wird kaputt gemacht. Ja. Was passiert jetzt als nächstes? Also das ist ein Polizeibus da hinten. Die müssen jetzt langsam machen. Die laufen jetzt langsam führen. Ja. Und werden den Bus verfrachtet und ab ins Maria gebracht für die Registrierung. Ja. Wie du siehst, hat es recht viele Kinder drunter. Ja. Ja. Gut, also wir bleiben bis 1 Uhr, mal ganz sicher. Dann, wenn die Ablöse kommt, könnt ihr gehen. Ihr könnt aber auch bleiben, das ist euch überlassen. Und ich und unser Kameramann von Joyce bleiben natürlich auch noch bis morgens. Ja gut, also, dann sehen wir uns später. Würde ich sagen. Wir fahren jetzt Katja. Schon da unten. Wir gehen genau vorne auf das Ding. Das ist noch gut für dich zu wissen. Ja. Sie haben jetzt eben das Boot ausgeräumt, also die Holzplatten rausgenommen. Wir können ja sonst schnell hergehen. Ja, komm, wir gehen schon gucken. Aber sie haben die Holzplatten rausgenommen. Ja. Und es aufgestochen, dass es nicht mehr gebraucht werden kann. Also die Idee ist eigentlich nicht, dass es wieder nochmal missbraucht wird für das, irgendwelche genau, Schmuggel, das, genau, dass es nicht wieder zurückgeschickt wird und wieder neu geflickt und genau, recycelt wird. Und das machen sie anscheinend sehr gerne. Hast du ein Messer da? Mach einfach einen langen Schnitt, wirklich durch das ganze Boot, wenn du es schaffst. Und so kann es, tipptopp, merci vielmals. Und so kann man das dann nicht mehr brauchen und das wird dann von der Müllabfuhr gebraucht. Wir haben jetzt hier eben die Wäsche zusammengesammelt, dass der Platz eigentlich wieder so super ist, wie er vorher war. Und genau so machen wir es bei jedem Boot. Gut, dann gehen wir jetzt hinten auf einen grossen Parkplatz und gehen dort wieder ein bisschen Ausschau halten. Swiss Cross geht ins Campfire und dann sind wir on. Also. Wie war es? Hast du... Wir meinst emotional. Ja. Also du hast schon ein paar Mal gesagt, dass wenn du halt filmst, dass du wie einen Filter hast und so die Kamera. Ich glaube, also das merke ich einfach auch jetzt, oder jetzt im Schnitt oder auch in den Tagen nachher. Wirklich das Denken und das Schaffen ist erst nachher gekommen. Es ist nachher einfach so weitergegangen. Tag. Jetzt kommt eins nach dem anderen. Was sind die Infos, die wir jetzt haben? Die Infos sind, dass jetzt das Boot gelandet ist. Wir hatten vorher schon die Visual. Also wir haben sie schon gesichtet vorher. Ja. Was erwartet uns? Schaut selber. Okay, sind wir da. Es ist eigentlich gerade hier passiert, wo das Campfire ist. Ah, jetzt, oh ja, krass. Jetzt sollte ich hier eigentlich nicht runter. Kannst du gerade schnell raus. Yeah.
I'm here. Some bags here. Good? Yeah. How are you? I'm good and thanks a lot for all of the help. I'm Rosa and I say hello to everybody. Where are you from? Syria. From Syria. Welcome. Thanks. Ziehen sie das Boot raus, haben feinsäuberlich die Luft abgelassen. Was machen sie? Wenn sie feinsäuberlich die Luft abgelassen haben, dann werden sie es wahrscheinlich wieder mitnehmen, oder? Ja. Aber das sind das heute jetzt echt gerade nein, nur, ich weiss. Alle Leute einfach platt schlassen. Ich meine nur, ich weiss jetzt echt genau, schnell beobachtet. Wir haben noch ein anderes Boot. Geht schnell schauen, wo sie rum. Es geht auf. Kann ich die Socken mitnehmen? Aber kannst du die schnell mitbringen? Ich habe das Auto drüben. Same place, shared it before. Kannst du mir schnell sagen, wo wir sind? Ja, muss noch da auf die Google Map. Wo sind wir? Es ist nicht weit weg, es ist. Wo wir vorher gestanden sind? Genau, das ist super klar. Gut. Das ist nicht ganz klar. Nicht in Filmen. Welche? Polizist. Ah, no, no. Schon ein bisschen, wie ein Rennen hier, die ganze Sache. Ja, wenn man es so anschauen will. Das ist ein Hurenhetze, hä? Ja, also so ist es eben, wie gesagt, noch im Januar. Eigentlich jeden Tag gewesen, oder? Also, du das teilweise 15 Stunden, 20 Stunden lang. Und wie Tröpfli, also wie kommen jetzt Informationen zu dir? Alles WhatsApp? Es kommt alles über WhatsApp. Ja. Wir haben noch Kontakte, die auch Kontakte mit Boot oder mit Flüchtlingen auf Boot haben. Ja. Dann bekommen wir die Informationen manchmal schon ein bisschen früher rüber. Und wo geht es jetzt hin? Zum nächsten Boot. Also wo ist das? Das weiss ich jetzt gerade nicht, weil ich es noch nicht geschaut habe. Aber ich habe jetzt gerade, der Erste ist jetzt gerade losgesäckelt. Und ich weiss, dass wenn der Erste losleckelt, dann muss man hinten nachher. Hey, ich komme mir vor wie so eine Hunter. Ja, ja. So. Nein, aber weißt du, ich gerade, also mein, früher schon, ihr macht etwas Schlaues, oder? Ich mache eigentlich nur die hohen Bilder und bin voll sensationsgeil und habe einfach drauf. Nein, aber schau, ist genau, also jetzt ist es nicht so. Jetzt dokumentierst du unsere Arbeit. Ja, ja. Oder, du drehst unser Chile, da drauf steht ja. Zeriba und du zeigst ja, es genau. Ja, aber es gäbe tausendmal besseres zu, als jetzt dort zu filmen. Ja, aber eben, wir haben sonst nie jemanden dabei. Ja. Wir haben sonst nie jemanden dabei und ich finde, es legitimiert jetzt einfach mal, dass auch wir mal unsere Arbeit zeigen. Wieso kommen die jetzt alle in der Nacht?
Ja, das ist eigentlich eine sehr einfache Antwort. Das hängt davon ab, wegen der Coast Guard. Man würde natürlich meinen, dass die verhaftet werden, ja, oder wieder zurückgebracht werden. Und die wissen meistens nicht, dass die nach der griechischen Grenze aufgenommen werden und dann auch gedingset werden. So, jetzt müssen wir auch schnell mit raus. Hey, die Bilder von diesen Kindern machen mich fertig, machen mich fix und fertig. Da schiessen mir Tränen. Ja, gut. Das Schlimmste finde ich die Kinder, die einfach so losbrüllen, die einfach dann... Sag dir eins, das ist wirklich, weißt, es ist nicht ein Boot mit 3 Kindern und 45 Erwachsenen, sondern es ist ein Drittel. Oder es sind 50 sind meistens auf einem Boot, zwischen 40 und 50. Und es ist wirklich ein Drittel sind wirklich Kinder. Und Kinder heisst für mich bis 14 etwa. Und weißt, das Krasse ist, es geht jetzt einfach so weiter, oder? Die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Und ich könnte dir jetzt noch stundenlang so Bilder zeigen. Also wir können so schnell einfach auch hier jetzt zusammen anschauen. Du siehst jetzt hier wieder, das ist eigentlich so, kommen wir es an. Auch bei dem Boot, der den einen zu Schicksal hatte, da war jemand drauf mit einem gebrochenen Knöchel. Jemand ist kollabiert auf dem Boot. Ich bin dir nicht weiter reingegangen oder so, aber ich kann das einfach hören sagen. Ja, und so hast du auf jedem Boot hast du wieder so krasse Einzelschicksale. Das sind jetzt 50 Leute, oder? Und pro Nacht kommen 800 dieser Leute rein. Es sind weitere Boote reingekommen. Was ich noch spannend fand, vielleicht hast du es schon vorher gesehen, es hat die Polizei vor Ort. Und das ist nicht griechische Polizei, sondern das ist europäische Polizei. Frontex. Frontex, genau. Und du musst noch, ich habe mal probiert, herauszufinden, was die machen. Darf ich dich was fragen? Ja, einfach mich nimmt, ja, es blendet dich, ich weiß, tut mir leid. Was ist deine Funktion in dem Ganzen? Ich bin hier für Frontex. Dürft ihr was machen überhaupt? Ja, wir sind hier halt. Also, was wir genau hier machen, kannst du am besten den Pressofficer fragen, weil dafür haben wir so einen, der kann euch die detaillierten Antworten fragen. Ja. Aber du bist jetzt eigentlich, ja, eben durch Frontex, ja, durch die EU eigentlich genau, hierher gekommen. Genau. Und alles, ja, Frontex. Okay. Kommst du raus, was sie macht? Also ich weiss, was die Frontex macht, ja, aber ich check jetzt nicht, was sie dort vor Ort in Griechenland macht. Gerade jetzt. Wie ich habe sie ein bisschen beobachtet. Und, also sie hat nicht viel gemacht. Ich glaube, sie haben auch den Auftrag von der EU aus, die Situation zu beobachten, wie funktioniert das, wie schaffen. Falsch. Frontex hat den klaren Auftrag von der EU, Grenzen zu beschützen und die Flüchtlinge nicht durchzulassen. Sie hängt es vielleicht da, aber ihr Auftrag ist, die Leute, die jetzt dort ankommen, zu verhaften. Das ist ihr Auftrag. Also sie macht es faktisch nicht. Aber das ist ihr Auftrag. Also ich bin froh, dass sie es nicht macht. Ja. Und ja, ich weiß jetzt nicht, was sie... Was hätten sie noch gemacht da ganz genau? Habt ihr noch Platz für die letzten? Was machst du mit denen? Die Kleider werden bei uns im Lager in der Wäscherei gewaschen und wieder verwertet. Das ist ein Projekt mit Swissgross zusammen. So. Aber habt ihr noch Platz im Auto? Das sehe ich. Unermüdlich. Unermüdlich, das erst. Also gerade nach dem Boot da haben wir jetzt mal eine kleine Pause gehabt. Und zwar sind wir 2 Stunden, glaube ich, von 2 bis 4 Uhr etwa, haben wir im Auto dort am Strand vorher einen Snicker machen können und uns ein bisschen erholen. Und es ist schon absurd. Nachher ist einfach mit dem schönsten Morgenrot ins nächste Boot gekommen. Und mit dem Tageslicht, das ist also wirklich, ist mir sehr schief eingefahren, obwohl ich auch einer von denen bin, mit dem Tageslicht sind auch die Medien gekommen. Und wirklich, also weißt du, nicht eins, sondern 2, 3 von Amerika, von Europa, von überall. Es kommt jetzt dann erstens gerade, also wenn du nach vorne schaust, siehst du es. Sie haben Wasser im Boot.
geht nicht mehr sehr lang. Man sieht schon mit dem Auge. Mit dem Auge. Das ist fast eine gierige Sache hier, die Kiste, nicht? Also hast du jetzt so viel hier? Ja, es hat sich natürlich auch mal gesprochen, dass es nicht wirklich Quiet Night war, sondern dass einige Boote angekommen sind. Und da kommen halt auch die Geier. Solange wir uns nicht auf den Füßen stehen, ist mir gleich. Wait, for you I have a what for size? 37? Yeah. That's okay. Ich sage nichts. Du? Ja, ich glaube, selbsterklärend. It's all what we have. No more. Finish. It's finished. Yeah? Also, die können wir uns da aus den Hängen reissen. Unsere Kisten da vorne, die sind alle auseinandergehützt. Das ist echt nicht normal. Wie viele sind es dort? Ich kann es nicht sagen. Es sind schon etwa 55, 60. Und vor allem, es tut dann immer weh, wenn er in der Gilly da jetzt in der Socke kommen steht. Und ich ihm eigentlich nicht mehr geben kann. Der hat jetzt müssen barfuß weitergehen. Also in den nassen Socken. Ich war ich muss brüllen, das ist so schlimm. Ich habe nicht gecheckt. Er hat einfach keine Schuhe mehr gehabt. Du hast keine Schuhe mehr gehabt. Und wie hast du dich, also, ich von weitem... Ja, ich habe dann auch für mich mal 5 Minuten genommen und das Ganze ein bisschen reflektiert und mir selber Gedanken gemacht zum Ganzen. Und das natürlich journalistisch alles schön auf Band festgehalten. Wirklich? Ja. Sorry, dass ich jetzt lache. Entschuldigung, es ist eine ganz falsche Emotion. Nein, ist gut. Aber okay, ja, das ja, also zeigen. Ja. Also. Ja, krasse Nacht gewesen, hey. Das geht mir jetzt gerade durch den Kopf. Ja, ich bin einfach ein bisschen müde. Übermüdet. Bin ich überhaupt am Aufnehmen? Ja, es nimmt auf. Ja. Ja. Ich bin übermüdet, also ja, es geht zwar. Es war schon ein rechter Kick, die ganze Sache. Ja, es waren viele Bilder und es sind viele Bilder, die ich so erwartet habe. Es gibt gar nicht so viel zu sagen. Es war sehr menschlich, es waren ja nur Menschen. Demnach gibt es auch nicht so viel irgendwie Krasses zu erzählen. Es ist relativ ruhig abgelaufen. Oder nein, der Fuss wirkt schon ein bisschen wie ein Chaos. Aber es ist einfach, weil die Arme sich so lange auf dem Boot sind und einfach irgendwie flotschnass sind. Jetzt kommen sie ins Land und am Land ist es einfach... Ja, es ist wie eine neue Welt. Oder? Da hat es plötzlich Material, da hat es plötzlich Socken, da hat es zu essen, da hat es Leute, die sie Arme nehmen. Und dann hat es einfach Leute, die das Geld nehmen und sie auf ein verlottertes Boot schiessen, oder? Das ist, ich glaube, das ist für sie wie so ein bisschen... So stellt man sich doch irgendein Himmelsdorf vor. Ja. Nur weil die Journey noch weiter. Und ich glaube, einfach der grösste Teil von der Integration und von den Asylanträgen und alles, das wird einfach noch eine unheimliche Enttäuschung für die. Das ist echt schön, ja. Ich sage nicht, dass es nicht geht, aber es braucht eben beide Seiten, oder? Und das heisst, es braucht eben auch uns. Und gelungene Integration ist einfach... nicht, wenn wir sie irgendwo in ein Asylheim, irgendwo in Hinterlupfung, im hintersten Krachen stecken, sondern gelungene Integration, wenn wir sie an der Gesellschaft teilnehmen und sie mit offenen Armen empfohlen, wie da.
Weil dann sind sie auch happy. Jetzt hoffe ich natürlich, dass doch etwas von meinem Palaver aufgezeichnet worden ist. Das ist eine völlige blinde Frage mit diesen zwei Kameras und dem Mikrofon. Das merke ich im Schnittraum. Ich bin natürlich verliebt in dich. Das ist, so, das ist herzig. Du hast zwei, du hast drei Probleme. Verzeihung. Ja, du erlebst mit, was dort passiert, wie krass das ist. Aha. Du bist dir gar nicht deinen Gefühlen bewusst, ist das Erste. Das Zweite ist, du sprichst gelungene Integration an. Ein Weltproblem, das wir haben, oder eine riesengroße Herausforderung. Und dein persönliches Problem sind die hohen Kameras. Ja, genau. Ja, anyway. Ja, die Schicht war nachher fertig. Wir sind abgelöst worden und wir sind dann auch wieder weg vom Strand und ins Landesinnere Richtung Moria. Das ist so das erste Flüchtlingsregistrationscamp. Und wir haben das grosse Glück gehabt, dass wir das mit dem Michael Reber anschauen können. Michael Reber ist von Swisscross, also er ist der Head von Swisscross. Und C2 hat mich eben mitgenommen in das Flüchtlingscamp. Das Flüchtlingscamp war vor einem guten halben Jahr, drei, vier Jahren noch ein Resa Moloch gewesen. Es hatte nichts gehabt. Und ich muss sagen, eigentlich noch schön gewesen, zum schauen, wie jetzt dort die Flüchtlinge können ihre Tage verbringen können. Wir sind in Moria. Moria ist das Registrationscamp. Da müssen alle durch, für sich das Registrationspapier abzuholen. Es ist der einzige sogenannte funktionierende Hotspot in Europa, wenn man der Presse bei uns im Norden glaubt. Im September, Oktober haben sie hier die Leute im Prinzip einfach reingeführt und sich selber überlassen. Und heute haben wir die Situation, dass hier Better Days for Moria, eine NGO, die gegründet wurde von zwei Schweizerinnen und einer Griechin, den Olivenhain gemietet hat und Infrastruktur erstellt hat. Und die Flüchtlinge auf eine sehr herzliche Art übertragen. Ja. Und das ist das, was es eigentlich braucht. Die Leute brauchen zwar zu essen und ein Dach über dem Kopf und trockene Kleider. Genau, aber auch ein herzliches Willkommen und auch, dass man ihnen zulässt, dass man ihnen das Gefühl gibt, dass sie wahrgenommen werden. Und jetzt konkret für die letzte Nacht. Was passiert mit diesen Leuten? Landen die auch früher oder später hier? Also die kommen natürlich zuerst alle in die Registration und müssen dort sich registrieren lassen, bekommen ein Registrierungspapier. Und jetzt, gerade heute, nach dieser Nacht, sind es dann auch eher die, die nicht registriert werden können und noch nicht weiter können. Das ist die zynische neue Politik, die betrieben wird. Dass Leute aus Pakistan, Leute aus Marokko, Leute aus Tunesien das Recht verweigert wird, das Asylgesuch zu stellen. Ungeachtet dessen, ob das bewilligt wurde oder nicht. Oder? Aber wir haben in unserer Verfassung, dass jeder ein Recht hat, ein Asylgesuch zu stellen. Und das gilt hier nicht mehr. Das Recht wird den Leuten nicht zugestanden. Das sind laufende Verfassungsbrüche jeden Tag zu Hunderten. Zu Hunderten. Kriminelle Handlungen durch europäische Regierungen. Mir geht sich heute wirklich Mühe, zu überlegen, was die Leute brauchen. Darum gibt es hier zum Beispiel Handyladestationen. Sehr wichtig für Leute, das Handy auch zu brauchen. Das ist die einzige Möglichkeit, die sie haben, für Informationen herzukommen, wenn zum Beispiel die nächste Fähre fährt oder die Großmutter daheim noch lebt. Wie du siehst, hat es hier auch eine sehr gute Infrastruktur, was bezüglich Wasser anbelangt. Also wenn es regnet, haben sie Abwasserkanäle gebaut. Die haben das also wirklich alles sehr liebevoll zweckgemacht und auch sinnvoll gebaut. Was mich jedes Mal wieder von Neuem fast überstellt, ist, wenn ich wieder da bin und wieder merke, dass das alles nur Private sind, die das betreiben. Und dass die Privaten alles das Geld auch selber müssen auftreiben müssen. Tonnenweise Holz, das hergefahren wird, weil man versucht zu verhindern, dass die Leute Bäume abholzen. Wir haben zwar gesagt, ihr dürft sie nicht abholzen, aber was willst du machen? Es war irgendwo 4 Grad in der Nacht, sie hatten ihre Familie dabei, dann hast du keine Wahl. Dann musst du den Baum auseinandernehmen. Oder sie verbrennen ihre Technik. Dann musst du verbrennen, was du noch hast, weil deinem Kind irgendwo noch ein bisschen Wärme besorgen musst, bis die Sonne irgendwo wieder aufgeht. Das ist schon sehr deprimierend, das in Europa 2016. Ja, das wäre es eigentlich schon im Großen und Ganzen gewesen hier. Ja, Jungs, ich danke euch für den Einblick.
probiere dem Ganzen irgendwie gerecht zu werden, das irgendwie heimzunehmen. Aber ich kann euch jetzt schon leider sagen, dass ich nicht die ganze... Also es ist so hure komplex und da dürfen wir das nicht übel nehmen. Ich würde es nie schaffen, die Komplexität können in die Sendung jetzt tun. Und nehmen wir das nicht übel, aber ich gebe mir Mühe. Hey, merci. Merci, Joyce. Habt ihr euch Zeit und das Geld genommen, um hier runterzukommen und wirklich selber herzuschauen? Es schauen ganz viele Leute weg und ihr habt hergeschaut. Gerne. Das Mindeste.